Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich habe jetzt das große Vergnügen, Ihnen den letzten thematischen Redner für heute vorzustellen und mache das auch wirklich sehr gerne. Wir kennen uns nämlich schon sehr lange. Das erste Mal haben wir uns im Archiv, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, im Archiv in Frankfurt kennengelernt. Da habe ich jemanden kennengelernt, der auf der Suche nach Urkunden zu Johann Waldner gewesen ist. auf der Verzweifelten, während ich gerade an meiner Dissertation gesessen habe. Also mit Jörg Schwarz verbinden sich die Namen von Karl Friedrich Krieger, die Namen von Jürgen Petersohn, zwei wichtigen Förderern seiner Person und zwei wichtigen Erforschern des Spätmittelalters des 15. Jahrhunderts, der Kaiser Friedrichs III., der Diplomatiegeschichte, auch der Papst-Kaiser-Beziehungen. Und man sieht an den Forschungen von Jörg Schwarz immer in gewisser Weise die Herkunft und die Tradition, die er auch, wie ich finde, mit seiner ganz eigenen Art und mit seinen eigenen Gedanken und eigenen Schwerpunktsetzungen in bester Weise fortführt und erweitert. Also die Dissertation ging um die Karlstradition, um den Reichstitel im 13. Jahrhundert und dann eben die Habilitationsschrift über Johann Waldner, eben eine der entscheidenden hintergründigen Figuren am Hofe Friedrichs III., auch in der späteren Phase, die ja mit unserem Romzug hier eingeläutet wird, sich unter anderem eben auch stark in den letzten Jahren mit den Romzügen, der Typologie der Romzüge, auch dann bis hin zu Maximilian befasst und ist auch ein sehr geschätzter Kollege und Zimmernachbar in München für lange Zeit gewesen, bevor er dann eben jetzt nach Innsbruck auf die Professur gewechselt ist. Und er spricht heute zu uns über das Thema zwischen Karlstradition und Repräsentation, zweiter Romzug und Romaufenthalt Friedrichs III. In der Geschichte der kaiserlichen Romzüge des Mittelalters. Bitte schön. Ja, lieber Tobias, ganz, ganz herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung und auch überhaupt für die Einladung, hierher zu kommen. Ich freue mich sehr, dass ich, nachdem ich bei der ersten Romtagung 2017 schon dabei sein durfte, jetzt hier wieder dabei sein darf. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du mich hierzu eingeladen hast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, am 25. Dezember 800, nach zeitgenössischer Zählung am 25. Dezember 801, setzte Papst Leo III. Dem König der Franken und der Langobarden, Karl dem Großen, in der römischen Peterskirche eine Krone auf. Die in der dreischiffigen Basilika, die in der Spätantike über dem Grab des Apostels Petrus errichtet worden war, anwesenden Römer akklamierten Karl, dem Augustus, dem von Gott gekrönten, großen und friedebringenden Imperator der Römer, Leben und Sieg. Die Akklamation ist, bitte Tobias die nächste Folie, die Akklamation ist, worauf Peter Claßen in seiner durch Quellennähe und unspekulative Art noch immer unersetzten Darstellung nach dem frühen Tod Claßens in monographischer Form 1985 bzw. in zweiter Auflage 1988 herausgegeben von Horst Fuhrmann und Claudia Mertel zu Recht hinweist, in Byzanz der entscheidende Akt für die Kaiserkrönung. Allerdings, so Claßen weiter, sei sie dort nicht in der Kirche, sondern meist im Hippodrom, jedenfalls vor der Krönung erfolgt. Nachdem die Laudes wohl im Wechsel zwischen einer Vorsängergruppe und einer größeren Schola ausgebildeten Sängern, jedenfalls nicht von der Gesamtheit des Kirchenvolkes gesungen worden waren, advisierte der Papst Karl den Großen nach der Weihe der alten Kaiser, das heißt, er begrüßte ihn mit Proskynese, einem Fußfall, bei dem mit der Stirn der Boden berührt wird, und nannte ihn Imperator und Augustus. Es sollte bekanntlich noch bis in den Mai 801 dauern, bis Karl für sich selbst einen Titel finden sollte, der den neuen, nicht ganz einfachen politischen Gegebenheiten Rechnung trug. Doch der alte Titel Patricius Romanorum, den Karl seit 774 führte, war damit
abgelegt. In welche Traditionen sind der zweite Romzug Friedrichs III. Und sein Romaufenthalt 1468-69 im Rahmen der Geschichte der kaiserlichen Romzüge des Mittelalters einzuordnen? Mein Versuch einer Antwort auf diese Frage, die ganz bewusst die Schilderung der Umstände der Kaiserkrönung Karls des Großen hier nach der Sichtweise der Reichsannalen an den Anfang stellte, soll folgende Punkte umfassen. Bitte die nächste Folie. Erstens, die Kaiserkrönung Karls des Großen vom 25. Dezember 800 und der Rombesuch mittelalterlicher Kaiser zur Weihnachtszeit. Zweitens, der zweite Romzug Friedrichs III. Im Kontext der Romzüge, die keine Kaiserkrönungszüge waren. Drittens, Folgen und Folgerungen. Es ist keine Petitio Principii, wenn der Versuch einer Antwort auf diese Frage zunächst auf den 25. Dezember 800 verweist. Die neuere Forschung hat, bitte die nächste Folie, zusammengefasst in einer dichten Synthese von Rudolf Schiefer von 2004 mit dem Titel Neues von der Kaiserkrönung Karls des Großen vor allem drei Probleme intensiv diskutiert. Und auch durch die Literatur des Karlsjahres 2014 sind diese wohl nicht wirklich aus dem Weg geräumt worden. Erstens, der Wert der von Heinz Löwe sogenannten Kölner Notiz mit dem kryptischen Vermerk, die Byzantiner hätten 795 Karl das Kaisertum angetragen. Zweitens, die genauen Umstände des Attentates auf den Papst und seinen Zusammenhang mit Karls Kaisertum. Drittens, die Auffassung, Karl habe sich unter dem Einfluss seiner gelehrten Berater in seinem Vorgehen, gar in seinen Zielen von eschatologischen Spekulationen leiten lassen. Es ist Schiefer, auch wenn er selbst in seinen Einschätzungen eher konservativen Sichtweisen in der Tradition Klaassens zuneigt, sicher zuzustimmen, wenn er schreibt, dass die Wege zur Erforschung auch eines so viel traktierten Ereignisses wie der Kaiserkrönung Karls des Großen beileibe noch nicht zu Ende gegangen sind. Einig ist sich die Forschung vor allem in einem Punkt, dass Karl die lang anhaltenden Folgen seiner weihnachtlichen Krönung schwerlich hat erahnen können. In der Tat, nichts Falscheres als anzunehmen, dass mit dem 25. Dezember 800 eine Einrichtung geschaffen werden sollte, die zukünftige Herrscher des Frankenreichs dauerhaft an Rom und an den Papst zu binden bestrebt war. Eher das Gegenteil ist richtig. Nachdem Karl der Große 812 eine Anerkennung seines Kaisertums durch Abgesandte des byzantinischen Herrschers erreicht hatte, gab er 813 nicht in Rom, sondern in Aachen und ohne Beteiligung des Papstes die imperiale Würde an seinen Sohn Ludwig den Frommen weiter. Für das gesamte beginnende 9. Jahrhundert lassen sich keine Regelmäßigkeiten für die Krönung des Kaisers erkennen. Rom und die Peterskirche standen in den ersten Jahrzehnten des 9. Jahrhunderts keineswegs als der rechte Krönungsort fest. Ebenso wenig wie Karl hat dann auch Ludwig der Fromme im Papst den einzigen Koronator gesehen und wie Karl war auch Ludwig mittätig, indem er seinen Sohn zum Mitkaiser machte. Erst die Verengung des Kaisertums auf den italienischen Teil des karolingischen Großreichs führte im Verlauf des 9. Jahrhunderts zur Festlegung auf Rom als Ort der Kaiserkrönung und auf die Peterskirche mit nur zwei Ausnahmen als Schauplatz der Handlung sowie zur Festlegung auf den Papst als Krönten. Diese zwei Ausnahmen sind bekannt. Das ist zum einen 1133 die Kaiserkrönung Lothars des III. Und zum anderen 1312 die Kaiserkrönung Heinrichs des VII. Des Luxemburgers. In beiden Fällen konnte man sich sozusagen nicht durch das Gewirr des Centro Storico durchknüppeln bis zur Peterskirche, sondern musste im Lateran sozusagen St. Peter imitieren. Das sind also zwei durchaus gewichtige Ausnahmen in dieser ansonsten doch sehr, sehr geschlossen durchgezogenen Tradition. Unbedingt ist sich den Worten Claudia Zeiss anzuschließen, als erste konstitutive Kaiserkrönung durch einen Papst ist diejenige Ludwigs II. Durch Leo den IV. 850 zu sehen. Erst mit einer gewissen Verzögerung also, dann jedoch, wie es scheint, umso festgefügter in den Bahnen vom 25. Dezember 800 wurde eine Tradition begründet, die bis zur Kaiserkrönung Friedrichs III. 1452 dauern sollte. Ja,
der Intention nach, mehrfach schon im Laufe der Tagung jetzt erwähnt, der Intention nach bis zu Karl dem V. und seiner Krönung durch Clemens den VII. In der Bürgerkirche von Bologna, San Procolo, 1530. Sie überdauerte damit auch das Vorbild, den wahrhaftigen Kaiser der Römer, den Basileus Ton Romaion, dessen Reich 1453 Mehmed der Eroberer ein Ende bereitete. Was der Erinnerung an die Kaiserkrönung Karls des Großen im kulturellen Gedächtnis bis heute untrennbar anzuhaften scheint, ist die Tatsache, dass sie am ersten Weihnachtsfeiertag stattgefunden hat. Kaum eine Darstellung, die nicht das Faktum als solches erwähnt. Das schlägt eine direkte Linie bis hin zum zweiten Romzug Friedrichs III., bei dem das Weihnachtsfest so prominent in das Zeremoniell des Besuchs eingebaut wurde. Wir haben gerade heute Nachmittag namentlich von Tobias Daniels davon gehört und dass sich bis Tobias Daniels kam, sozusagen vor allem durch Heimbels Aufsatz im DA 1983 in der Medievistik verankert hat. Was weniger bekannt ist, ist die Tatsache, dass 4 weitere kaiserliche Besuche Roms im Mittelalter ebenfalls zur Weihnachtszeit stattfanden, in 3 Fällen davon verbunden mit einer Kaiserkrönung. Bitte die nächste Folie. Erstens, am 25. Dezember 875 wurde der westfränkische König Karl der Kahle von Papst Johannes dem VIII. In der römischen Peterskirche zum Kaiser gekrönt. Das ganze Ereignis war bis ins letzte Detail des Zeremoniells hinein der Krönung des Großvaters nachgeahmt. Ja, mehrere und offensichtlich voneinander unabhängige Quellen stimmen ausdrücklich darin überein, dass der ursprüngliche Krönungstermin des bereits am 17. Dezember in die Stadt eingezogenen um 8 Tage nach hinten verschoben wurde, um eine möglichst exakte Angleichung an die Umstände der Kaiserkrönung Karls des Großen zu erreichen. Zweitens, bitte die nächste Folie. Der am 2. Februar 962 in der römischen Peterskirche von Papst Johannes dem 12. zum Kaiser gekrönte Otto der Große feierte das Weihnachtsfest des Jahres 966 in Rom. Am 15. August 966 hatte, vor dem Hintergrund der Notwendigkeit einer Sicherung der Stellung Papst Johannes des 13., also es sind diese schrecklichen Papst während des 10. Jahrhunderts, auf die ich jetzt en Detail gar nicht weiter eingehen möchte, vor dem Hintergrund der Notwendigkeit einer Sicherung der Stellung dieses Papstes, den der Kaiser zur Realisierung seines Magdeburger Planes brauchte, hatte eine Wormser Reichsversammlung einen neuerlichen Romzug beschlossen. Im Dezember des Jahres traf man in Rom ein. Der Aufenthalt bestand durchaus in Nachfolge der auf der Grundlage des römischen Majestätsrechts beruhenden Gerichtshoheit über das mittelalterliche Rom, die, bitte die nächste Folie, was erstmals Otmar Hageneder 1983 scharfsinnig erkannte, Karl der Große 800 in Anspruch genommen hatte, aus einer Serie von unerbittlichen Strafgerichten über die Rädelsführer der antipäpstlichen Revolte. Höhepunkt der Repräsentation war eine von Papst und Kaiser im Petersdom von römischen, italienischen und ultramontanen Bischöfen besuchte Synode. Bitte die nächste Folie. Drittens. Am Weihnachtstag 967 wurde Otto II., der Sohn Ottos des Großen, in Rom in St. Peter vom Papst zum Mitkaiser gekrönt. Nach byzantinischem Brauch und dem karolingischen Vorbild Ludwigs des Frommen, Lothars des I. und Lothars des II. Damit sollte, so die mehrheitliche Interpretation der Forschung, die Nachfolge des Mitkönigs und auch der Kaiserwürde gesichert und zugleich dem zukünftigen Gatten Theophanus, einer byzantinischen Kaisertochter, ein entsprechender Rang verliehen werden. Bitte die nächste Folie. Viertens. Am 25. Dezember 1046, als eine seiner ersten Amtshandlungen überhaupt, krönte der deutsche Papst Clemens II. Den saalischen König Heinrich III. Und seine Gemahlin Agnes von Poitou zu Kaiser und Kaiserin. Erst wenige Tage zuvor hatte Heinrich, beeindruckt vom Reformethos Clunys, die lang anhaltenden Papstwirren geschlichtet, indem er auf den Synoden von Sutri und Rom die rivalisierenden Päpste Benedikt IX., Silvester III. Und Gregor VI. Absetzen und Bischof Switger von Bamberg
als neuen Papst Clemens II. Erheben ließ. Zusätzlich übertrugen die in unseren Quellen damals sozialgeschichtlich noch unspezifiziert bleibenden Römer die Insignien eines Patricius Romanorum Heinrich III. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Akt. Das ist die erste formalrechtliche Begründung eines engeren Verhältnisses der Römer mit dem mittelalterlichen Kaisertum überhaupt. Als Friedrich III. 1468 das Weihnachtsfest in Rom feierte, stand er somit, durch welche Beweggründe auch immer zu diesem Zeitpunkt des Jahres herbeigeführt, in einer nicht unbedeutenden Tradition, in Bezug auf den Gründungsakt des mittelalterlichen Kaisertums sogar in der Tradition der Traditionen. Nach Hans-Martin Schaller in seinem berühmten Aufsatz DA 30 1974 über den Heiligen Tag als Termin mittelalterlicher Staatsakte wurden die Termine der Kaiserkrönungen Karls des Kahlen, Ottos des II. Und Heinrichs des III. Zitat, in bewusster Anlehnung an den großen Ahnen gewählt. Ein Ereignis wie der zweite Romzug Friedrichs III. Kommt in der Aufzählung Schallers nicht vor, kann es ja auch nicht, denn es war ja kein Staatsakt damit verbunden, zumindest nicht in dem Sinne, wie Schaller dies in seinem Aufsatz in den 70er Jahren noch verstand. Auch die Herrschaftsrepräsentation im Rahmen politischer Verhandlungen und das damit verbundene politische Handeln in der Öffentlichkeit kann sich jedoch des Heiligen Tages und im Falle eines mittelalterlichen Kaisers in Rom speziell des Weihnachtsfeiertages bedienen, wie Friedrich III. 1468 mustergültig gezeigt hat. Die ewige Stadt als Causa Imperii, das ist ein Zitat aus den Römerbriefen Friedrichs II. Aus den 30er und 40er Jahren des 13. Jahrhunderts. Peter Klaassen hat darüber einen sehr, sehr guten Aufsatz geschrieben. Die ewige Stadt als Causa Imperii bot auf dem Umweg über den königlichen Weihnachtsdienst die ideale Bühne dafür. Bitte die nächste Folie, Tobias. Der zweite Romzug im Kontext der Romzüge des Mittelalters, die keine Kaiserkrönungszüge waren. Der zweite Romzug Friedrichs III., das macht seine Besonderheit aus, über die in den beiden zurückliegenden Tagen ja so viel nachgedacht und diskutiert worden ist, stellte keine Reise zum Erwerb der Kaiserwürde dar, sondern steht, da Friedrich einen solchen Kaiserkrönungszug bereits 1452 erfolgreich absolviert hatte, im Zeichen anderer Absichten. Der zweite Romzug Friedrichs III. Steht nicht oder zumindest nicht vorrangig in der Tradition der Kaiserkrönungszüge von 800 bis 1452, sondern in der Tradition der Rom- und Italienpolitik des römisch-deutschen Königtums im Mittelalter in einem weiteren Sinne, auch wenn es dabei selbstverständlich ist, dass diese ohne die Tradition der Kaiserkrönung nicht denkbar ist. Grundsätzlich ist, wie ich meine, zu unterscheiden zwischen, und wir haben das ja oft schon durchdekliniert in den beiden letzten Tagen, zu unterscheiden zwischen erstens Romzügen, die Kaiserkrönungszüge waren, und zweitens Romzügen inklusive kürzerer oder längerer Romaufenthalte, die dem Kaiserkrönungszug nach Rom zeitlich nachfolgten. Folgende römisch-deutsche Könige des Mittelalters haben einen solchen zweiten oder auch einen dritten oder vierten Romzug unternommen, oder sind, was sicherlich voneinander abzusetzen ist, im Rahmen längerer Italienaufenthalte noch ein zweites oder ein drittes oder ein viertes Mal in Rom gewesen. Ich meine, das ist schon ein Unterschied, ob man sozusagen aus Graz aufbricht oder ob man sich in Italien sowieso aufhält und dann von Italien aus nach Rom zieht. Ich möchte dabei, jetzt kommt eine, glaube ich, durchaus wichtige Unterscheidung, über die wir doch gar nicht so sehr gesprochen haben. Ich möchte dabei mit Rom Folgendes verstehen. Die Urbs inklusive der Leonina. Die Urbs inklusive der Leonina, obwohl nach dem Konzept der Due Rome die Bereiche rechtlich streng genommen voneinander zu unterscheiden sind, eine Unterscheidung, die jedoch vor allem in der Ottonen- und Salierzeit aufgrund der uns zur Verfügung stehenden Quellen und deren Berichterstattung nicht stringent vorgenommen werden kann. Ich komme also jetzt zu folgenden zweiten Romzügen. Otto der Große steht an der Spitze, der nach seiner Kaiserkrönung 962 insgesamt viermal in Rom gewesen ist. 963, 64, 66 und 67. Otto der Zweite zweimal, 971 und 983. Theophanu, die im Herbst 989 als einzige Kaiserin einmal alleine nach Rom gezogen ist, ohne Begleitung ihres damals neunjährigen Sohnes Ottos des Dritten. Otto der Dritte selbst nach seiner Kaiserkrönung am 25. Mai 996 zweimal,
nämlich in den Jahren 998 und 1000 bis 1001, wobei der letzte Zeitraum zu den längsten Aufenthalten eines mittelalterlichen Kaisers in Rom überhaupt gehört, was bekanntermaßen, wie namentlich die ältere Forschung um Percy Anstram meinte, vor dem Hintergrund eines weitreichenden Renovatio-Konzeptes mit Rom als Hauptstadt inklusive entsprechender Anleihen antiker Symbole und Rituale oder Schramm mehr oder weniger vollständig zertrümmernd von Knut Görich mit primär kirchenreformerischen Anliegen erklärt wird. Und als letzter Autone der 1014 von Benedikt dem 8. zum Kaiser gekrönte Heinrich der 2. einmal, nämlich 1022 kurz vorher der gemeinsam mit Benedikt dem 8. abgehaltenen Reformsynode von Pavia. Bei den Saliern waren sowohl Konrads der 2. als auch Heinrich der 3. lediglich anlässlich ihrer Kaiserkrönungszüge 1027 bzw. 1046 in Rom. Beide Züge, im Falle Heinrichs haben wir bereits davon gesprochen, sind für das Thema Kaisertum und Rom von größter Wichtigkeit. Niemand war nach der Königswahl und Krönung so schnell in Rom zur Kaiserkrönung wie der Salier Konrad der 2. Auf Konrad geht die erstmalige Verwendung der Bullenlegende Roma caput mundi regit orbis frena rotundi zurück. Zwar haben sich sowohl Konrad der 2. 1036 bis 37 als auch Heinrich der 3. 1055 jeweils ein weiteres Mal in Italien aufgehalten, sind aber bei diesen Gelegenheiten nicht noch einmal in die Urbs gezogen. Heinrich der 4. hielt sich zwischen 1081 und 1084 so gut wie immer im Umfeld der Stadt auf, belagerte diese lange Zeit vergebens und schaffte es dann, sich Ostern 1084 von seinem nach Rom mitgebrachten Wibert von Ravenna alias Clemens dem 3., also in Klammern, in der Peterskirche krönen zu lassen. Nach der Eroberung Roms durch den Normannen musste er die Stadt fluchtartig verlassen. Ein weiteres Mal ist er, obwohl sich unter ihm, herausgegeben von Karl Erdmann in seiner berühmten Edition von 1937, die frühesten Kaiserbriefe des Mittelalters an die Römer überhaupt erhalten haben, nicht in der Stadt bezeugt. Heinrich der 5., der letzte Salier, nimmt in Bezug auf Rom und die Römer eine besondere Rolle ein. Zwar hat die deutsche Geschichtsforschung im Bann der Einbettung dieses Herrschers in die Entwicklung von Reformideen und der Rekonstruktion seines komplizierten Verhältnisses zur deutschen Fürstenwelt die ausgeprägte Rom-Orientierung Heinrichs des 5. bis etwa vor einem Jahrzehnt überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Bitte die nächste Folie. Seit einem Sitzungsbericht der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität von Jürgen Petersohn von 2009 hat sich die Lage indessen vollständig geändert. Heinrich der 5., so Petersohn, nicht erst die frühen Staufe haben mit der Betonung der kaiserlichen Romzuordnung neben die angefochtene sakrale Legitimierung des Königsamtes den römischen Erneuerungsgedanken in seiner imperialen Ausprägung gesetzt. Insgesamt zwei weitere Male nach seiner skandalträchtigen Kaiserkrönung 1111 mit der Verhaftung des Papstes als dem bekanntlichen negativen Höhepunkt ist Heinrich der 5. in Rom gewesen, 1117 und 1118, 1117 sogar mit einer symbolisch hoch aufgeladenen Besteigung des Kapitols, worauf der Kaiser in einem Brief an Bischof Hartwig den 1. von Regensburg, die in dem Mittelpunkt der Studie von Petersohn steht, ausführlich berichtet. Lothar der 3., der als erster von zwei Abweichungen von der Norm 1133 von Innozenz dem 2. nicht in St. Peter, sondern in Lateran zum Kaiser gekrönt wurde, war zwar 1136-37 noch ein weiteres Mal in Italien. Er trieb seinen Zug damals auch bis tief in den Süden vor. Auf dem Rückweg von Monte Cassino in Richtung Norden berührte er im Herbst 1137 in Tivoli die Stadt Rom und ihr Gebiet und hatte mit einigen römischen Angelegenheiten zu tun, aber er blieb damals außerhalb des Rings der Aurelianischen Mauern. Wenige Wochen später starb er, immer noch auf dem Rückweg befindlich, in Breitenwang bei Reute in Tirol. Für Friedrich Barbarossa hatte Rom stets eine herausragende Bedeutung. Das hat niemand besser auf den Punkt gebracht, als noch einmal ist der Name zu nennen, Jürgen Petersohn, der sich ausgehend von Forschungen über das verlorene Römerpaktum Friedrichs von 1167, dessen Arenga Petersohn aus römischem Material zu rekonstruieren verstand, jahrzehntelang mit der Materie beschäftigt hat.
Einen von Rabin in den Gesta Fredericii überlieferten Ausspruch aufnehmend, fasste Peterson zusammen, Zitat, Rom und Rompolitik waren für ihn nicht beliebig ein- und absetzbare Themen der Tagespolitik, sie zählten zu den Grundlagen seines Kaiserverständnisses. Die Art, wie er sie aufnahm und zu verwirklichen suchte, ist Teil seiner historischen Erscheinung. Zitat Ende. Es ändert, worauf Peterson selbst immer wieder hinwies, nichts daran, dass Barbarossa, wenn man die Unterscheidung zwischen Urbs und Leonina anlegt, streng genommen nie in Rom war. 1155 am 18. Juni fand die wohl hektischste aller Kaiserkrönungen der mittelalterlichen Geschichte statt. Im Grunde war sie nichts anderes als ein kurzer, von den sächsischen Truppen Heinrichs des Löwen angeführter militärischer Vorstoß in die Leonina, der nach wenigen Stunden beendet werden musste. Auch 1167, kurz vor die berühmte, von Peter Herde epidemiologisch umgedeutete Seuche ausbrach, hat Barbarossa offenbar nur die Leonina gesehen. Nur wenn man die Urbs und die Leonina als Einheit ansieht, ist Barbarossa zweimal in Rom gewesen. Kommen jetzt doch jetzt rasch zum Ende, Sie brauchen keine Angst haben, dass ich alle gleich ausführlich durchhechle. Definitiv nur einmal, nämlich zum Zwecke ihrer Kaiserkrönung in Rom, waren Heinrich der VI., Otto der IV., Friedrich der II., Ludwig der Bayer und Sigismund. Alle diese Züge und die sie erzeugenden Romaufenthalte, die in Charakter und zeitlicher Erstreckung zum Teil sehr unterschiedlich verliefen, können hier nicht weiter vertieft werden, so interessant dies auch wäre. Hinzuweisen ist jedoch darauf, dass an diesen Beispielen gezeigt werden kann, wie wenig aussagekräftig, um nicht zu sagen irrelevant, allein die statistische Erhebung ist. Vor allem dann, wenn man bedenkt, auf welche Weise zum Beispiel Friedrich II., der Staufer Friedrich II. Und seine Anhänger Rom und vor allem einzelne Schauplätze innerhalb Roms an der Spitze des Kapitol dezidiert als Bühne gegen den Papst und die italienischen Gegner zu nutzen verstanden haben und welche Rolle überhaupt die Urbs in der gedanklichen Fundierung ihrer Propaganda gespielt hat. Darüber hat im Jahre 1994 eine Tagung des Deutschen Historischen Instituts gehandelt mit wesentlichen Aufsätzen darüber, unter anderem auch von Arnold Esch und von Matthias Thumser. Oder auf welche Weise 1312 der Zug Heinrichs des VII. Nach Rom und seine Bewegungen in der Stadt ein reiner, im Vormarsch auf St. Peter, im Gewirr der römischen Gassen endender Kriegszug war, und ein zweites Mal, wie bereits 1133, im Lateran gekrönt werden musste. Oder auch, auf welche Weise 1328 bei Ludwig dem Bayern unter ostentativer Einbeziehung von Teilen des römischen Adels ins Gesamtzeremoniell die Weihehandlungen in St. Peter von zwei oder drei exkommunizierten Bischöfen vollzogen werden und wie vor allem der Krönungszug nicht zum Lateran, sondern aufs Kapitol, also das mittelalterliche Symbol für die antike Größe der Stadt ging und so weiter und so weiter. Alles Dinge, die also jenseits der Statistik zu registrieren sind und die wichtiger sind, als zu sagen, er war zwei oder drei oder viermal in Rom. Es ist die Art und Weise, wie Rom benutzt worden ist von den Kaisern. Nein, es geht uns dezidiert um den zweiten, aus Gründen politischer Gespräche und Verhandlungen herbeigeführten Romzug, und in dieser Hinsicht gibt es in der Reihe der Romzüge und Aufenthalte des mittelalterlichen Kaisertums zahlreiche Vergleichspunkte und Anknüpfungsmöglichkeiten. Sicherlich wird man den gültigen Bezugsrahmen eher im Spät- als im Früh- und Hochmittelalter suchen müssen, in einer Zeit also, in der sich die Romzüge des Kaisertums dann doch auf eine sehr charakteristische Weise in einem anderen Lichte zeigen. Bitte, Tobias, die nächste Folie. Darauf hat in einem methodisch wie inhaltlich wegweisenden Beitrag im Rahmen eines Bandes zur materiellen Kultur des Mittelalters bislang vor allem Achim Thomas Hack nachdrücklich hingewiesen. Herr Hack hat sich mit diesem Phänomen, also dem Gestaltwandel, den Metamorphosen der Romzüge im Mittelalter von uns allen bislang am ausführlichsten beschäftigt, und speziell diesen Beitrag ist, möchte ich Ihnen, wenn Sie ihn noch nicht kennen, wirklich sehr, sehr empfehlen. Es ist ein Beitrag, in dem er also
indem er interpretiert den Bericht eines Vitabeser Chronisten, der anlässlich des ersten Romzuges Friedrichs III. 1452 beobachtet hat, wie ein Teilnehmer dieses Romzugs dort durch die Stadt kam. Und dieser Teilnehmer des Romzugs war schwerstbehindert, ihm fehlten beide Beine. Er saß auf einem Kasten und dieser Kasten war einem Pferd aufgesetzt. Und Herr Hack hat sich mit der Frage beschäftigt, wie kommt es dazu, dass ein Romzug, also eigentlich primär ein kriegerisches Unternehmen, eine solche Person mit nach Rom führt. Und die Antwort, die er, wie ich meine, sehr, sehr schlüssig gegeben hat, lag darin, dass er gesagt hat, die Romzüge des späten Mittelalters, also beginnend mit Karl dem IV., waren einfach von einer ganz anderen Art, von einer eher repräsentativen Art als die Romzüge des Früh- und Hochmittelalters. Das ist ein sehr, sehr spannender Gedanke. Man müsste ihn wirklich auch noch weiter ausdenken. Es gäbe da viele Aspekte noch weiter zu diskutieren, vor allen Dingen, wenn man auch an Maximilian denkt, aber dazu wird Martin Wagendorfer gleich in seiner Zusammenfassung noch ein paar Worte sagen. Zitat: Dieser zweite Italienzug des Kaisers, also Kaiser Karls des IV., ist eine in sich geschlossene Episode. Sie trägt alle möglichen Merkmale in seiner Politik, seiner Gedankenwelt, seiner Religiosität, wie das ganze andere lange Leben förmlich in sich, sodass man versucht sein mag, von dem einen auf das andere zu schließen. Bitte die nächste Folie. Dieses Zitat bezieht sich keineswegs, wie es den Anschein haben könnte, auf den zweiten Romzug Friedrichs III., sondern es stammt aus der Biografie über Kaiser Karl IV. Von Ferdinand Seibt von 1978. Am 18. Oktober 1368 war Karl damals in Rom eingeritten, nicht mehr zum Zwecke der Kaiserkrönung wie 1355, sondern wie Pierre Monet in seiner neuen Biografie des Luxemburgers schreibt, Zitat, ein Kaiser angetan mit sämtlichen Insignien seiner Majestät. Es ging damals, um nur noch ganz kurz darauf einzugehen, es ging damals um die Umstände der Rückkehr der Kurie nach Rom. Angesichts der Entschlossenheit Urbans des V. nach Rom zurückzukehren, aus dem avignonesischen Exil gleichsam zurückzukehren, war auch ein kaiserlicher Romzug damals unvermeidlich geworden. Der Zug wurde noch in Avignon beschlossen, mit allen Vorbehalten und Verzögerungen. Der Vergleich hinkt natürlich, wie alle Vergleiche, die zu weit geführt werden, auch weil Karl, der damals volle 2 Monate in Rom blieb, am 16. Dezember 1368 noch vor dem Weihnachtsfest die Stadt wieder verließ. Aber in zahlreichen Fragen des Zeremoniells gibt es doch auffällige Parallelen zum Rombesuch Friedrichs etwa 100 Jahre später. Eine Sache, die uns heute brennend interessiert, gab es bei Karl IV. Freilich noch nicht. Den, wie humanistisch auch immer gebrochenen, Kaiser und die Ruinen, wie ich das einmal genannt habe, die Gänge über das Forum, der Monarch und das antiquarische Interesse an Rom. Wie können Sie, auch wenn die Frage von Arnold Esch nach dem spezifischen Charakter dieser Erkundungen offen zu lassen ist, erstmals bei Sigismund und dann eben wieder bei Friedrich III. Beobachten, 1452 und auch 1468-69. Ich weiß, dass es also sehr, sehr umstritten ist und dass man sich immer die Frage stellen muss, wer benutzt hier wen oder sind es nicht eher die Humanisten, die uns sozusagen berauscht von ihren eigenen Sichtweisen auf die Antike, die Kaiser benutzen und in die Texte einführen. Aber interessant ist dieses Phänomen auf jeden Fall. Und da wäre ja auch nochmal eine Fortsetzung möglich ins 16. Jahrhundert. Denn dieser Aspekt wurde heute noch, glaube ich, gar nicht oder auch gestern noch gar nicht angesprochen. Karl V., der bekanntermaßen 1530 in Bologna zum Kaiser gekrönt wurde, ist ja 1536 nochmal in Rom gewesen. Ich habe es nicht mehr geschafft, vor der Romtagung nochmal bei Karl Brandi in dieser ausführlichen Biografie nachzulesen, aber ich kann mich erinnern, dass Brandi diesen Rombesuch Karls V. 1536 relativ ausführlich schildert und dort hat es auch Gänge und Erkundungen über das Forum Romanum gegeben, also vor dem Hintergrund der Erkundungsgänge, der fast schon touristischen Entdeckungen des antiken Rom. Ich komme ganz kurz zum Schluss, bitte die allerletzte Folie, nur nochmal die Gliederung. In welche Tradition sind nun der zweite Romzug Friedrichs III. Und sein Romaufenthalt 1468-69 im Rahmen der Geschichte der kaiserlichen Romzüge des Mittelalters einzuordnen? Die moderne Geschichtswissenschaft hat, begleitet von einem umfangreichen Perspektivenwechsel auf die Romzüge des späten Mittelalters insgesamt, den ersten Romzug schon seit längerer Zeit als komplexen Ereigniszusammenhang wahrzunehmen begonnen, der die Kaiserkrönung als solche fast schon in den Hintergrund treten ließ.
In diesem Sinne, so meine ich, darf auch der zweite Romzug Friedrichs III. 1468-69 mehr als nur marginales Gewicht beanspruchen. Schaubühne, Symbolraum, topografisches Arsenal. Alle diese Stichworte gelten auch für den zweiten Romzug des Habsburgers und vielleicht sogar, da die Hauptsachen des ersten Zuges, lombardische Krönung, Kaiserkrönung, Heirats mit Eleonore fehlten, wahrnehmbarer in einem noch schärferen Licht. Sinnfälliger Ausdruck für Rom als Bühne sind der königliche Weihnachtsdienst und die protokollarischen Streitigkeiten dabei und vieles andere mehr, wie wir jetzt im Laufe der Tagung erlebt haben. Dabei sollte, wie ich meine, dennoch nicht die politische Dimension oder die politischen Dimensionen des Zuges, der wichtige Projekte umfasste, nicht unterschätzt werden. Auf eine sehr charakteristische Weise hat Friedrich III. Seine Spur in die Geschichte der Romzüge des mittelalterlichen Kaisertums eingegraben und, ohne dass er es wollte, der letzten Kaiserkrönung in Rom noch einen letzten mittelalterlichen Romzug nachfolgen lassen. Und das auch noch zur Weihnachtszeit. Vielen Dank. Wir können direkt in eine letzte Fragerunde starten, wenn es denn Anmerkungen oder Fragen gibt. Sonst kann ich mich auch gerne wieder melden. Also bei dem letzten Punkt würde ich gerne nochmal einhaken. Das ist eine sehr interessante Perspektive natürlich mit dem antiquarischen Interesse, mit den Erkundungstouren. Jetzt ist es nur so, dass eigentlich die Quellen, auch die Quelle, die ich vorgestellt habe heute, aber auch Patrizi, die heben eher auf das Besuchen der Kirchen ab. Ne? Also, aber nichtsdestoweniger ist es ja doch damit verbunden. Also von daher müsste man wahrscheinlich mal schauen, was kann man nachweisen und wie entwickelt sich, in welcher Entwicklungslinie geht es dann weiter. Ne? Also das stimmt schon, du hast ja praktisch auch selbst das Spannungsfeld aufgemacht. Ne? Also von Wahrnehmung, Beschreibung des Ganzen. Ne? Also mir ist jedenfalls in der Lektüre der Quellen bei Friedrich III. 1468 sehr stark eher der religiöse Aspekt aufgefallen, aber das kann natürlich auch ein Darstellungsaspekt sein. Darf ich ganz kurz, Tobias, dazu was sagen? Also du hast gemerkt, ich war ja ganz vorsichtig. Und, genau. Ich sehe die Problematik ja absolut und es ist wirklich ein Quellenproblem, ein Darstellungsproblem bei Agostino Patrizi, aber auch bei der Quelle, die uns da für Sigismund zur Verfügung steht. Und man muss wirklich höllisch aufpassen. Damals soll ja auch Ciriaco d'Ancona gekommen sein und in Sigismund Rom gezeigt haben. Also es ist an sich natürlich davon auszugehen, dass da jetzt nicht das mordsmäßige Interesse an diesen Dingen hatten, sondern dass es wahrscheinlich doch eher die Humanisten waren, die sich hier in einem bestimmten Licht darstellen wollten. Bei Patrizi steht, dass er Rom gesehen hat, ne, in diesen Tagen nach Weihnachten bis zur Abreise, wohl in den ersten Tagen des Januar muss das gewesen sein, und steht wörtlich, er hat dabei mit dem allergrößten Eifer auch die Ruinen besucht. Aber was sollen jetzt Ruinen sein? Das können natürlich auch verfallene Kirchen sein, nicht wahr? Aber wenn man sich vorstellt, dass er da über das Forum läuft oder im Centro unterwegs ist, die werden mit Sicherheit auch vor dem ein oder anderen Monument, also wenn es wahr ist, was da steht, und ich würde es an sich schon auch glauben, dass es mal zu einem Streifzug durch hier rumgekommen ist, wenn es wahr ist, dann wird das sicherlich auch vor dem ein oder anderen Monument, das uns heute als antikisch gilt, stehen geblieben sein. Also ich bin mit diesen Forschungen, mit denen ich insgesamt also auch natürlich nicht weitergekommen bin, weil einfach das entsprechende Quellenmaterial fehlt. Ich bin damals durch diese Esch-Aufsätze darauf gestoßen, der mehrfach sich damit beschäftigt hat und das also immer wieder auch als ein offenes Problem dargestellt hat, dass wir nicht wissen, auf welche Weise Sigismund und Friedrich Rom gesehen haben, sozusagen mit den Augen des mittelalterlichen Menschen oder schon mit den Augen des Renaissance-Menschen, der schon ganz andere Dinge da sehen will.
das religiöse Interesse hat bestimmt überwogen, aber bei Friedrich III., das weißt du besser als viele andere, ist natürlich ein Aspekt immer auch sehr, sehr stark zu unterstreichen, die Curiositas, ne, die Neugierde. Ne? Also der Mann war notorisch neugierig und ich kann mir nicht vorstellen, dass er, wenn er so ein Riesending gesehen hat, so wie Maxentius Basilika oder irgendetwas oder Kolosseum, dass er da einfach so völlig achtlos vorbeigelaufen ist. Und der Humanist oder Leute, die das gesehen haben, die machen natürlich dann entsprechend eine große Nummer draus. Also es ist sehr, sehr schwierig, es bleibt schwierig, darüber nachzudenken. Man muss sich da auch wirklich hüten, zu weit zu gehen, aber ich finde den Gedanken zumindest sehr, sehr interessant, ne? Dass es das im Rahmen dieser Rumzüge, dass es wenigstens diese Notizen aus dieser Ecke, aus dieser Richtung gegeben hat. Und wir sollten uns da schon also auch einer gewissen Interpretation stellen und nicht unbedingt von vornherein sagen, das ist alles nur religiös gewesen. Ja, unbedingt. Ne? Also es war ja auch in dem Vortrag, ich glaube von Frau Modigliani mit der Inschrift und dem Obelisken die Rede. Und also das wäre wirklich interessant, das mal in Zukunft auszuloten. Genau. Aber gerade eben jetzt da bei Friedrich III., die Quellen sind halt wirklich in der Tat sehr, sehr, sehr spärlich. Aber das heißt ja nicht, dass man da nicht noch weiterkommen könnte. Gibt es weitere Anmerkungen, Fragen? Herr Hack hatte sich zuerst gemeldet, dann vorne. Vielen Dank. Vielleicht nur eine Anmerkung zu Ihrem Einwand. Also die systematische Runde durch Rom über verschiedene Kirchen, das gibt es zumindest seit 667, also seit Konstanz II. Da steht es explizit und ausführlich im Liber Pontificalis und seither, würde ich sagen, ist es zumindest ein häufiges Phänomen. Genau, das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es stimmt, was Sie gesagt haben, dass die Curiositas von Friedrich III. Anzunehmen ist. Und was man bei ihm wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich annehmen kann, das ist ein Gefühl oder ein Bewusstsein für künstlerische Qualität. Also das sieht man ja an seinen eigenen nachgewiesenen Kunstaufträgen wie seinem Grabmal, also das den hervorragendsten Bildhauer nördlich der Alpen beschäftigt. Und ich glaube schon, dass man ihm unterstellen kann, dass er sich für Dinge repräsentiert, die eine besondere Qualität haben. Also vom ersten Romzug, ich glaube, es ist bei Piccolomini oder wo, wird er auch berichtet, dass er die Fassade des Doms von Orvieto besichtigt hat. Und zwar eigentlich nicht in einem Kontext, der das jetzt als besonders religiös motiviert erscheinen lässt, sondern weil das einfach hervorragende Skulpturen sind, die ihn beeindruckt haben. Ob man da jetzt besonderen Humanismus annehmen will oder nicht, das ist vielleicht dann eben die Interpretation der Humanisten, dass sie ein gleichgestimmtes Interesse voraussetzen oder fingieren wollen oder wie auch immer. Aber ich glaube schon, dass er besondere Dinge einfach sehen wollte. Das glaube ich, kann man schon annehmen. Ja, vielen Dank, Frau Mertl. Das gilt ja auch für seine Einkäufe in Venedig oder sonst irgendwo. Ne? Das ist ja etwas, was keineswegs nur beschränkt ist auf religiöse Dinge, sondern was einfach eine entsprechende Neugier auch ausdrückt vor der Welt und vor den Dingen, die man sehen kann auf der Welt. Und Stichwort Piccolomini, ne, das hat ja auch Martin Wagendorfer in seiner Edition dann auch entsprechend kommentiert. Natürlich ist es für die Humanisten sozusagen ein Riesenerlebnis, wenn dann der Kaiser, wenn sie beschreiben müssen, wie der Kaiser nach Rom kommt und wie er dann angeblich diese großartige Stadt sieht, schon von Weitem alle Türme und alle Paläste und in die Knie geht, da ist so ein Gleichklang dann da oder wird hergestellt. Ne? Aber es kann ja trotzdem gewesen sein, dass er diese Dinge auf eine entsprechende Weise also auch geschätzt hat und gewürdigt hat. Was die Humanisten dann mit ihren Blickwinkeln, mit ihren Perspektiven daraus machen, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber ich würde es also bei jemandem wie Friedrich III. Also auch nie ausschließen, dass er also wirklich auch staunend durch Rom ging und also nicht jetzt dezidiert an den rein antikischen Dingen vorbeigelaufen ist, wobei das in Rom ja immer
wahnsinnig schwierig ist, das überhaupt zu unterscheiden, wenn man an die Weiterverwendung der Antike im Mittelalter geht. Ne? Ich meine, er kann ja auch im Pantheon gewesen sein, zum Gottesdienst, und es war trotzdem was Antikisches. Es ist also in Rom nie ganz einfach, da so eine messerscharfe Trennlinie zu ziehen, aber ich würde es an sich also auch eher für wahrscheinlich halten, dass er das gemacht hat. Ja. Noch weitere Beiträge? Das sieht nicht so aus. Also nochmal ganz herzlichen Dank an Jörg Schwarz. So. So, dann darf ich zu guter Letzt noch eben Martin Wagendorfer begrüßen. Die großartige Edition der Historia Australis ist schon genannt worden. Wer würde Herrn Wagendorfer da nicht für bewundern und genau so wie eben für seine tiefschürfenden Studien zu Piccolomini, der ja auch sehr oft genannt worden ist, Piccolomini Friedrich der Dritte. Und man darf vielleicht doch sagen, natürlich nicht nur Piccolomini, ja, genau. Und als Organisator natürlich der Tagung hier vor einigen Jahren zum ersten Romzug. Ich bin sehr froh, dass er uns jetzt auch die Zusammenfassung liefern kann und vielleicht auch einige neue Perspektiven und Ausblicke. Herzlichen Dank, Herr Wagen. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Daniels. Ja, eine kurze Anmerkung dazu. Also die Edition ist nicht nur von mir allein, sondern auch von Julia Knödler, die da auch einen erheblichen Anteil hatte. Ja. Ich möchte mich zuerst in zweifacher Weise bedanken. Zunächst einmal beim Österreichischen Historischen Institut in Rom, insbesondere bei Andreas Gotzmann und Rainer Murra. Es war wie immer unglaublich nett und wir waren sehr gut betreut. Und ich werde dann ganz am Schluss noch was sagen, ob man das irgendwie fortsetzen kann. Also danke noch einmal auch Rainer dir für die Betreuung auch des Bandes, der dort liegt, ja, und der die Tagung vor 4 Jahren reflektiert. Und dann natürlich auch ein Danke an Tobias Daniels für die Organisation dieser Tagung. Es war ja vor 4 Jahren eigentlich schon beschlossen, ja, dass wir den zweiten Romzug auch behandeln wollen. Ja, ich wäre selber überhaupt nicht dazu gekommen. Also ich bin jetzt sehr froh, dass Sie mir diese ganze Arbeit, die ich eh nicht machen wollte, abgenommen haben. Ja. Kurz zur Zusammenfassung. Angesichts dieser sehr knappen Zeit, die ich hatte, vor allem heute am Nachmittag, ja, dürfen Sie sich jetzt nicht erwarten, dass ich da irgendwelche großen Brücken und Züge zeige, ja, sondern ich versuche eher kurz die Referate ganz kurz zusammenzufassen und versuche dann ein paar Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit werde ich das auch kurz machen und sollte es erhebliche Unterschiede in der Länge dieser Zusammenfassungen geben, ja, das betrifft vor allem die Referate des Nachmittags, die ja jetzt die ich in kurzer Zeit irgendwie mir überlegen musste, dann hat es nicht mit mangelnder Wertschätzung dieser Referate zu tun. Ja. Wie ich generell der Meinung bin, also ich habe eigentlich bei jedem Vortrag was gelernt. Ja. Also es war keineswegs so wie bei manchen Tagungen, wo man dann nur was hört, was man eh schon aus der Literatur kennt. Könnte allerdings auch daran liegen, dass ich mich beim zweiten Romzug jetzt nicht besonders gut auskenne. Aber ich glaube, das war wirklich eine sehr schöne Tagung und hat sich auch in sehr wohltuender Weise abgehoben von Monsterveranstaltungen wie dem Deutschen Historikertag oder ähnliches. Ja. Also hat sich wieder gezeigt, kleine Tagungen zu ganz begrenzten Themen sind immer viel besser. Also ist jetzt meine persönliche Sicht. Ja. Begonnen haben wir gestern mit Frau Heinecker, die dort begonnen hat, wo man beginnen sollte, nämlich mit der Frage nach dem Warum. Ja, also Anlass des zweiten Romzugs. Sie hat versucht, vor allem 2 Aspekte zu beleuchten, nämlich einerseits den Zeitpunkt des Romzugs, also wann hat sich Friedrich entschlossen, den zweiten Romzug zu unternehmen. Das ist natürlich auch ganz entscheidend für das Motiv. Und hier kann man auch sehen, wie auch wenn man gar keine neuen Quellenfunde macht, ja, wie eine präzise Interpretation der vorliegenden Quellen eigentlich zu sehr guten Ergebnissen führen kann. So konnte Frau Heinecker eben zeigen, dass wohl die erste Bekanntgabe des Romzugs wohl in die zweite Hälfte 1466 fallen dürfte, dann mit einer Konkretisierung der Pläne 1467 und einem relativ
kurzfristigen Aufbruch dann 1468. Das bedeutet gleichzeitig, dass man zwei in der Literatur immer wieder genannte Motive ausschließen kann als Anlass, nämlich dieses Rumzug, nämlich den Tod Leonores, sowie auch diese Verbindung mit Loreto bzw. mit der Errichtung des dortigen Marienheiligtums. Der zweite Aspekt war eben die schwierigere Frage nach der bei Dlugosz überlieferten Angabe, dass der Rumzug zurückgehe auf ein Gelübde, das Friedrich III. Bei der Belagerung Wiens 1400 bzw. der Hofburg in Wien 1462 abgelegt habe. Hier hat Frau Heinecker durchaus plausibel gemacht, da es schon Reflexe in der Mailänder Gesandtenkorrespondenz gibt, dass sich der Hof Friedrichs offensichtlich nie wirklich dazu geäußert hat und dass Dlugosz dieses diese Gelübde-These eben aus seinen Verbindungen im diplomatischen Dienst bezogen haben könnte. Claudia Mertl hat im Anschluss daran einen Teilbereich beleuchtet, der auch hochinteressant ist, vor allem auch im Vergleich mit dem ersten Rumzug. Das war ja eine Konstante, die sich immer durchgezogen hat, eigentlich fast in jedem Referat, Vergleich erster und zweiter Rumzug, nämlich die astrologischen Texte im Umkreis des zweiten Rumzugs und Prophetien. Und wie meistens bei Claudia Mertl bei ihren Vorträgen hat sie auch mit einem recht spektakulären Neufund aufwarten können, nämlich in einer Handschrift, die an sich katalogisiert ist, in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel, die aber offen, diese Texte, diese fünf Texte eines anonymen Autors, wurden aber bisher auch vom Katalogisator offensichtlich nicht wirklich ausreichend erfasst, und ich bin schon gespannt, was dann eine detaillierte kodikologische Analyse dieser Handschrift auch noch Auskunft gibt. Das Ergebnis war im Wesentlichen, dass Paul II. Schon sehr interessiert an Astrologie war und sich hat auch astrologisch beraten lassen, nicht erst Sixtus IV., wie man das oft lesen kann. Und vor allem hat man auch gut gesehen, wie er so Prophetien, astrologische Gutachten, Horoskope etc. politisch instrumentalisiert werden können. Im Unterschied eben zum ersten Rumzug sehen wir hier, dass diese fünf Texte eben auf der Seite des Papstes liegen, während man für den ersten Rumzug doch ziemlich eindeutige Hinweise darauf hat, dass sich eben auch Friedrich III. Derartige Horoskope oder astrologische Texte hat erstellen lassen. Das dürfte man aber wohl auch berechtigt für den zweiten Rumzug annehmen, auch wenn dazu nichts erhalten ist. Also auch wieder ein Indiz für eine Erkenntnis, die sich durchgezogen hat durch die Tagung, dass die Quellenlage für den zweiten Rumzug einfach nicht so gut ist. Der Abendvortrag von Frau Modigliani hat in gewisser Weise die Basis gelegt für den Rest der Tagung, nämlich sie hat geschildert den Ablauf, den Empfang Friedrichs III. In Rom im Dezember 1468. Sie hat begonnen mit den Unterschieden zum ersten Rumzug, was die Stimmungslage in Rom betrifft, die sich wo also krasse Unterschiede herrschen, und hat dann vor allem gezeigt, wie interessant eigentlich die Route ist, die man gewählt hat für den Zug von der Pater Flaminia nach St. Peter, nämlich über die Via Lata, und sie konnte wohl plausibel machen, dass dahinter die Absicht von Paul II. Stand, einerseits den im Bau befindlichen oder schon weit fortgeschrittenen Palazzo San Marco zu präsentieren und sich sozusagen als architektonischer Mäzen auch zu zeigen, andererseits, dass er aber auch durch die Routenführung über die Via Lata sozusagen eine Art antiken Triumphzug inszeniert hat und sich selber als antiker Herrscher dadurch zeigen wollte. Sie ist dann noch eingegangen auf das Quartier des Gefolges um den Campo dei Fiori herum und hat dann noch einige schöne Quellen für die persönliche Begegnung zwischen dem Papst und dem Kaiser gebracht, wo schon zu erkennen war, was dann auch wieder als Motiv dauernd in den verschiedenen Beiträgen, glaube ich, immer wieder aufgetaucht ist, eben dieser Habitus Friedrichs III. Als Pilger. Ja, er will sich eben als Pilger zeigen, zum Teil zum Unwillen von Paul II., der offensichtlich mehr die Repräsentation im Sinne hatte, oder zumindest für den Hinweg trifft das zu.
Der heutige zweite Tag der Tagung hat dann begonnen mit einem gewissen Perspektivenwechsel. Sven Habeler hat sich dem Gefolge des zweiten Romzugs gewidmet. Es ging zunächst um Umfang und Zusammensetzung. Also er konnte schon auf Basis der Literatur, die es dazu schon gibt, zeigen, dass Zahlen, die schon im 19. Jahrhundert in der Literatur kursieren, von 700 Leuten, die teilnehmen und so weiter, dass die etwas übertrieben sind und man so etwa mit knapp 400 Personen wohl etwa rechnen muss. Schwieriger, und hier zeigt sich wieder eben die Quellenarmut im Vergleich zum ersten Romzug, ist es die Zusammensetzung des Gefolges Friedrichs festzustellen, dass viel sich mehr aus dem höfischen Umfeld zusammengesetzt haben dürfte als auf dem ersten Romzug. Ja. Und man kann eben auch, konnte auch hier im Referat von Sven Habeler sehen, dass also Friedrich III. Offensichtlich eben dem privaten Zweck eines Pilgerzuges, einer Wallfahrt durchaus vorrangig gesehen hat. Zuletzt hat er uns dann noch den Romzug mit den Augen eines Teilnehmers, nämlich Wiewold von Schaumberg, gezeigt, welche Interessen dieser Autor hatte in seinem Bericht. Riccardo Ballotti hat dann im Anschluss einen speziellen Aufenthalt Friedrichs des Dritten in den Blick genommen, nämlich die insgesamt 4 Aufenthalte auf dem ersten und auf dem zweiten Rumzug, die Friedrich der Dritte in Ferrara hatte, neben Venedig und natürlich der Stadt Rom selber logischerweise, die ausgedehntesten Aufenthalte, die Friedrich genommen hat, also bei den Este in Ferrara. Und er hat einen Bestand, nämlich das Archivio d'Este im Archivio di Stato von Modena ausgewertet, wo es also unter anderem 19 Urkunden Friedrichs des Dritten gibt. Aber auch hier ist eben zu sehen, dass da der zweite Romzug weniger große Rolle spielt. Die meisten dieser Urkunden an die Este beziehen sich eben auf den sozusagen Tarif für die Herzogserhebung, ja, den man dann jährlich noch zahlen musste und wie man den senken konnte. Das heißt aber nicht, dass gerade die eine Urkunde, die eben sich auf den zweiten Rumzug bezieht, deswegen uninteressant wäre. Ne? Soweit ich das nämlich verstanden habe, dürfte sich ja dahinter doch eine persönliche Äußerung Friedrichs des Dritten bewegen. In dieser Ankündigung an die Este, dass er nach Rom gehen wird, ja, spricht er ja, wenn ich die Transkription von Herrn Palotti richtig gelesen hatte, dass er das eben Peregrinationis causa macht und die Peregrinationem nostram absolvere wollte. Ja. Also das dürfte wohl eine der wenigen wirklichen Äußerungen eigentlich Friedrichs oder seiner Kanzlei sein über den Zweck dieses Zuges. Anschließend hat Ballotti dann auch noch die Historiografie ausgewertet und dann auch auf die Titelverleihungen schon aufmerksam gemacht, die dann auch bei Daniel Luger noch eine große Rolle spielen werden. Jörg Bölling hat dann endgültig jetzt die Perspektive auf das Zeremoniell gelegt, hat vor allem die Texte von Patrizia Piccolomini ausgewertet zum zweiten Romzug bzw. das Zeremoniale und auch hier ganz deutliche Belege gefunden, eben für die ausgeprägte Devotion Friedrichs des Dritten mit dem Knien auf dem blanken Boden und so weiter. Er hat darüber hinaus noch hingewiesen auf einige Merkwürdigkeiten in diesen Texten, unter anderem eben das Auftauchen dieses Imperator Graecorum, das nicht so ganz, glaube ich, ganz leicht erklärbar ist. Und vor allem interessant fand ich auch den Hinweis auf die Inschrift auf dem Grabmal Innozenz des Achten, wo genau diese Formulierung ursprünglich gewählt wurde, aber dann durch Tyrannus eben ersetzt wurde. Und ganz am Ende, und hier nähern wir uns jetzt dem Thema, das dann, glaube ich, am Nachmittag sehr grundlegend war, nämlich die Rolle der historischen Hilfswissenschaften im zweiten Romzug, hat Jörg Bölling darauf hingewiesen, dass unter anderem die Verwendung des Cursus ein Reflex des kurial geprägten Friedrichs des Dritten oder seiner Kanzlei sein könnte. Ja, das ist sicher etwas, was man einmal ins Auge fassen sollte. Also meines Wissens, ich glaube auch Daniel Luger weiß nicht, dass es darüber irgendwas gibt, ist der Cursus der Friedrich der Dritte Urkunden Friedrichs des Dritten eigentlich überhaupt nicht untersucht. Ne? Das ist natürlich schwierig, ja, weil man braucht Editionen, ja, was ich ja immer wieder sage, ja, aber da reichen auch keine Registen, ja, aber das wäre trotzdem eine sehr interessante Sache, in welchen Urkunden gibt es überhaupt den Cursus, ja, und wo wurden die ausgestellt
und ist wirklich kurreales Muster eben dahinter. In unserer letzten Einheit dann am Nachmittag hat Tobias Daniels eine neue Quelle aufgetan für die Weihnachtsmesse im Rahmen des Rombesuchs Friedrichs III. Ein Brief, der enthalten ist in einer Handschrift in der Ricardianer, die an sich in der Forschung schon gut bekannt ist, also so ganz ähnlich gelagert wie bei Claudia Mertl bei der Handschrift aus Wolfenbüttel. Bisher wurde aber völlig übersehen, dass sich da eben dieser Brief des Leonardo Grifo darin befindet, der den Tobias Daniels mit großem Gewinn, wie ich finde, verglichen hat mit Parallelberichten, die bisher schon bekannt waren und wo er also zeigen konnte, dass Grifo vor allem Interesse an der Personenkonstellation hat. Also man kann hier nur hier an diesem Brief erkennen, wer welche Rolle in dieser Messe genau gespielt hat, und vor allem wird hier wieder deutlich eben der Gegensatz: Friedrich will sich als Pilger offensichtlich sehen, während Paul II. Viel mehr auf den Prunk abzielt und vor allem die Inszenierung sucht. Und Tobias Daniels hat dann auch auf einen zweiten unbekannten Brief des Marasca hingewiesen. Jetzt kommen wir aber tatsächlich schon fast zu den Hilfswissenschaften in der reinen Observanz. Zunächst hat Achim Hack eine Medaille als Quelle für den zweiten Romzug ausgewertet. Ja, also Medaillen sind ja immer so ein Grenzfall, gehören zur Numismatik, aber irgendwie eher nie, grundsätzlich nicht, aber doch irgendwie. Ne? Auch die Kunstgeschichte und auch Paläographie, Epigraphik spielt natürlich eine Rolle. Und Auswertung dieser Medaille, finde ich, war sehr, sehr aufschlussreich, auch wenn die Überlegungen, wer der Auftraggeber gewesen sein könnte, auch wenn das alles Spekulation bleiben muss. Aber ich glaube auch, dass gerade die Auswertung von Münzen, Medaillen, ja, durchaus zielführend wäre und dass man hier noch weiterkommen könnte. Die Rolle von Paläographie und Diplomatik ist dann sehr stark von Daniel Luger betont worden, der also kaiserliche Ehrungen im Spiegel der Urkunden auf dem Medaillenzug behandelt hat. Und er hat mustergültig gezeigt, wie man eben durch Auswertung von paläographischen Kriterien wie der Schrift und andererseits formular-diplomatischen Kriterien zeigen kann, eben die humanistischen Netzwerke, die hier tätig waren auf dem Romzug, und andererseits auch man darüber viel erfahren kann über die Ausstellungspraxis. Also man kann eben sehen, dass man offensichtlich Notare vor Ort engagiert hat, die diese Urkunden geschrieben haben, und er hat dann auch mit einem sehr schönen Beispiel des Missbrauchs geendet, ne? Sozusagen das klassische Discrimen veri ac falsi. Die ganz große Perspektive hat dann sehr passend am Ende Jörg Schwarz aufgemacht, indem er also den Romzug eingeordnet hat in die Tradition der Romzüge. Er hat festgehalten, dass es ja kein eigentlicher Kaiserkrönungszug war, ja, dass aber natürlich trotzdem der Romzug in dieser Tradition der früheren Züge steht, vor allem auch was den Termin betrifft. Es gab eben schon vorher Züge, die dann zu Weihnachten in Rom angekommen sind, beziehungsweise das Weihnachtsfest in Rom begangen hat, und er hat eben auch auf die politische Dimension des Zuges verwiesen. Das bringt mich jetzt auf einige allgemeine Schlussfolgerungen, die ich ziehen möchte, und einen kurzen Ausblick. Andreas Gotzmann und Tobias Daniels haben in der Einleitung darauf hingewiesen, dass der zweite Romzug im Vergleich zum ersten Romzug relativ schlecht erforscht ist. Ja, das ist zweifellos richtig, und insofern werden die Tagungsakten da einen massiven Fortschritt bringen. Ja. Daran kann überhaupt kein Zweifel bestehen. Das hängt sicher auch mit der schlechteren Quellenlage des zweiten Romzugs einmal zusammen, dass man sich wohl bisher damit weniger beschäftigt hat. Tobias Daniels hat das Ziel ausgegeben, dass es eben neue Forschungen geben soll oder neue Ergebnisse bringen soll, und ich glaube, das war wirklich in jedem Vortrag der Fall. Ja. Als dritten Punkt würde ich gerne hervorheben, dass die Vorträge durch die Bank erfreulich quellennah waren. Ja. Also man braucht nicht Derrida, um Friedrich III. Zu verstehen, ja, sondern man braucht, und das ist der vierte Punkt, vor allem Editionen, Registen und Hilfswissenschaften. Ja. Also das, glaube ich, ist ganz entscheidend. Ja. Wenn wir die Register Imperii nicht hätten, das Repertorium Germanicum nicht hätten, die Editionen bei den MGH nicht hätten, ja, dann hätten wir diese Tagung nie so machen können. Ja. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass diese Unternehmen weitergetrieben werden und vor allem, dass auch mit Hilfswissenschaften
wissenschaftlichen Methoden an die Dinge herangegangen wird. Herauskristallisiert hat sich aus meiner Sicht auch, dass es offensichtlich, dass tatsächlich der zweite Rumzug eine Art Scharnierstelle ist, ja, in der Herrschaft Friedrichs des Dritten. Er läutet eigentlich eine späte Phase ein, in der Friedrich wieder aktiv wird, nicht mehr eben in seinen Stammlanden sitzt, sondern bewusst jetzt auch wieder mehr ins Reich oder eben nach Italien geht. Uns ein Thema, das sich durchgezogen hat, war eben die Einschätzung des zweiten Rumzugs, entweder als Pilgerfahrt, was offensichtlich die Sicht Friedrichs des Dritten vor allem war, andererseits aber auch eine komplexe Gemengelage, eben auch mit politischen Motiven. Als Desiderata ist mir aufgefallen, was Tobias Daniels mehrfach gesagt hat, also dass man vor allem vielleicht die kleinen Archive in Italien auf dem Weg nach Rom oder auf dem Weg zurück noch durchforsten sollte. Und was ich vielleicht am Beginn der Tagung ein bisschen mehr erwartet hätte, ist, dass auch die Bistumsgründungen Friedrichs des Dritten thematisiert werden. Das war überraschenderweise eigentlich überhaupt nicht der Fall. Ja. Das ist irgendwie ein bisschen im Schatten geblieben. Darüber könnte man sich vielleicht auch noch Gedanken machen. Wie geht es weiter? Also der allgemeine Tenor beim Abendessen war der, dass es schon vor 4 Jahren sehr nett war, dass es heuer wieder sehr nett war und auch sehr wissenschaftlich ergiebig und dass wir diese Tradition vielleicht fortsetzen sollten, also dann 2025. Ja. Man müsste nur noch ein passendes Thema finden. Ja. Vorgeschlagen wurde, da das Begräbnis Friedrichs des Dritten jetzt durch diese schon sehr voluminösen Bände, also definitiv wohl für die nächsten Jahre einmal ziemlich abgearbeitet ist, dass der Tod Friedrichs des Dritten natürlich ein Thema wäre und die kurze Übergangszeit dann, ja, das hätte allerdings den Nachteil, also ich glaube, jetzt sind Linzer unter uns, ja, und ich will jetzt nichts gegen Linz sagen, aber Linz als Tagungsort im Vergleich mit Rom, das erscheint mir jetzt nicht so ganz verlockend, aber es wäre natürlich als Thema interessant und deswegen war der Favorit beim Essen ein Thema, das Jörg Schwarz vorgeschlagen hat, der sich auch gleichzeitig freiwillig gemeldet hat für die Organisation in 4 Jahren, nämlich die gescheiterten Romzüge Maximilians des Ersten. Dieses Thema kann man zweifellos in Rom abhalten. Und das bringt mich jetzt leider in die Situation, dass ich jetzt mit dem Scheitern sozusagen schließe. Ja. Das betrifft aber nicht diese Tagung, die keineswegs gescheitert ist, sondern sehr fruchtbar war. Und noch einmal ganz herzlichen Dank für Ihre Referate und auch für die Diskussion, mit der Sie sich eingebracht haben. Ja, ganz herzlichen Dank. Gesetzmäßig